Hi, grüßt euch. Wo waren die Fake-Lehrer? Hier vorne, oder? Klassenbucheintrag nachher noch. Schön, hier zu sein. Ich freue mich, wirklich. Es ist eine Ehre, dabei zu sein heute Abend. Es ist wirklich eine Freude, weil ich war ja zu viel im Süden unterwegs. Im Allgäu, Bad Hindelang, am Bodensee, Lindau am Bodensee, diese ganzen hübschen Städtchen dort, Tübingen, Heidelberg. Und da habe ich festgestellt, und es ist wirklich ganz interessant, dass je hübscher die Stadt, je pittoresker das Stadtbild, ja, je harmonischer das Stadt- und Landschaftsbild, desto schwieriger der Abend. Ja, heute wird super. Ja, Leute, heute wird geil. Ja, deshalb ist es ja so schön, hier bei euch zu sein. Heute wird mega. Nein, aber toll, hier zu sein bei euch in Saarbrücken. Ich war heute noch in Frankreich. Und da ist mir aufgefallen, am leichtesten haben es die Französischlehrer. Ein Trick, die Schüler für sich zu gewinnen, ist immer, gib den Schülern die französische Version ihres Namens und du veränderst ihr Wesen. Leute, Psycholinguistik. Nur der Klang des Namens, der französische Klang des Vornamens und die Schüler sind andere Menschen. Ist wirklich wahr. Ja? Aus Justin wird Justin. Ja? Ah, d'accord, ich bin Justin. Wie quoi? D'accord. Hein? Die sind andere Menschen. Aus Kevin wird Kevin. Ah, d'accord, Kevin, Justin. Ja? Ist wirklich wahr. Aus Murat wird Myra. Ja? Aber ich will Myra, d'accord. Ja? Die sind andere, die sind 10 cm größer. Ja? Die haben moralischen Schulklasse übersprungen. Ja? Nur durch den Namen. Ne? Die trinken die Schulmilch mit abgespreiztem Finger. Oui, d'accord, la grande nation. Oui, ja? Wirklich. Ja? Aus Wolfgang wird Le Gang de Wolf. Je suis Le Gang de Wolf. D'accord. Ja? Die sind nur der Name. Ja? Die sind plötzlich andere Wesen. Und normalerweise gehen die Schüler so auf den Schulhof und dann so, hey, komm, wir gehen Mc's und so weiter. Und jetzt? Oui, d'accord, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Oui, d'accord, crème brûlée. Oui, d'accord, crème brûlée. D'accord. Die sind plötzlich, die sind 10, die stehen aufrecht da. Ja, nur der Name, das ist irre. Ne? Was haben wir jetzt in Deutsch? Ja, der Besuch der alten Dame. Ah, d'accord, la visite de Notre Dame. Ah oui, ah, d'accord, d'accord, ja. Hey, du, schon wieder sitzen geblieben. Oui, mais je ne regrette rien. Mir doch scheißegal. Boah, schon wieder ohne Hausaufgaben. Déjà-vu. Ne? Ja, ist geil. Nur Französisch, der Name, die Sprache macht's. Ja? Wenn du es im Ohr hast, du bist ein anderer Mensch. Ist es einfach so. Ja? Und das ist Wahnsinn. Ja? Nur der Klang, das ist ja... Aber ich war wirklich in Frankreich und ich habe so eine simple Frage wie qu'est-ce que c'est? Ja? Was ist das? Qu'est-ce que c'est? 16 Buchstaben, ja? Von denen gerade mal 4 ausgesprochen werden. Ja? Der Rest ist Restmüll, kannst wegschmeißen. Ja? Also hat's bei euch, oder was? Das kannst du doch in Zeiten von globaler Ressourcenknappheit niemandem erklären. Ja? Qu'est-ce que c'est? Aber schön ist es, es klingt, es ist wunderbar. Ja? Ich habe gerade eine französische Speisekarte noch im Ohr. Ja? Entrecôte, da kriegst du sofort Hunger, oder? Jambon cru. Ja? Im Deutschen Formschinken. Ja? Ist doch scheiße dagegen, weißt du, wie machen wir unsere Formschinken, weißt du, ja, du könntest jetzt das schönste sinnliche Erlebnis haben und was machen wir draus? Formschinken, weißt du, egal, ist doch, oder? Ja, Hauptsache es passt im Koffer, oder was? Ja, das ist doch wurscht. Ja, Mousse Chocolat, Le Maître Chocolatier, im Deutschen quadratisch praktisch gut, weißt du, was für ein Quatsch, weißt du, scheißegal, wie es schmeckt, Hauptsache es passt irgendwie in deine Handtasche rein, völlig egal. Wir entsinnlichen die Sprache, das ist im Deutschen, wir gucken immer so funktional auf die Sprache, ja, wie wirkt, es ist so. Ja? Anderes Beispiel hier, Orgasmus. Im Wort Orgasmus steckt Müssen drin. Das muss jetzt klappen, warum klappt das denn nicht, jetzt mach doch mal, ja. Warum, es hat doch gestern geklappt, ja, müsste eigentlich klappen, also Orgasmus müsste, ja, es müsste eigentlich klappen. Ne? Ja, Orgasmus müsste, es muss jetzt. Und Orga steckt auch drin. Muss gut organisiert sein. Ja, Orga, als müsste eigentlich. Ja. Orga und... ja, es steckt Orga, die Organisation. Es muss, ne? Checkliste, weißt du? Vorspielcheck. Das ist im Deutschen, wir haben das ins Wort eingebaut. Ja? Und Orgasmus, der Imperativ ist im Wort drin. Das muss jetzt klappen. Ja? Der preußische Imperativ im Wort. Ja? Der Deutsche fickt mit Pickelhaube. Ja? Es ist wahr, es ist... Und Klemmbrett unter dem Arm. Ja, ne? So sind wir, ne? Der Franzose. Orgasmus. Orgasmus auf Französisch. Le petit mort. Der kleine Tod. Das ist doch mal eine entspannte Herangehensweise an die gleiche Situation, oder? Du musst loslassen, für den Spaß musst du loslassen, ja? Nicht Orgasmus, loslassen, le petit mort, ja, der kleine Tod. Du musst einfach, ja, wenn du Spaß haben willst, lass los. In dem Sinne, Saarbrücken, fickt euch. Ja, ciao, ich bin's der Schröder, danke schön. Vielen Dank. SWR 1.